Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft Pixelmon Battle League mit dem Gorobei. Wir starten direkt durch. Dab, 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 dab. Grants ist auf dem Server. Da schreibt man dann auch gleich mal Moin. Sind aber beide im Team. Dings war das? Was war das? Team Rocket sind wir. Zubat hat ja mittlerweile Biss gelernt. Super Nause. Naja, gucken wir mal, laden wir uns mal kurz auf. Aber man kann leider nicht schreiben nebenbei. So, man kann sich nebenbei auch nicht helfen, glaube ich. Sonst hätte ich gerne mal gefragt, ob er Eisen hat. Weil das ist ja so das, was wir als nächstes brauchen, damit wir uns nochmal ein gutes Pokémon fangen können. Jetzt haben wir gerade Zubat mit Biss und Flügelschlag. Und jetzt brauchen wir halt noch andere Sachen. Ziehen wir das einmal durch hier. Einmal den Ofen. Müssen halt Eisen suchen. Hätten uns auch gleich ein Dings craften können, ein Boot, aber wird schon schief gehen irgendwie. Okay, das Kadabra ist gerade despawned. Natürlich doof. Oh, Grants hat den Server schon wieder verlassen. Er hätte wenigstens Tschüss sagen können. Bin ich sehr enttäuscht. Grants. Schreibt ihn das mal in seine Kommentare rein. Dass ihr sehr enttäuscht seid, dass er nicht Tschüss sagen kann. Und hier hat einer wieder nicht richtig aufgeräumt. Das finde ich ist schon fast schlimmer als nicht Tschüss sagen. So, das weg. Noch ein Boot und noch ein paar Stiggies. So. Eisen ist jetzt wie gesagt wichtig. Und da ist ein Taubsi, ne? Welches Level bist du? Haha, du bist Level 7. So, Zubat, mach mal fertig hier. Biss. Okay, nice. Nochmal ein Biss. Dann passt das. So, Zubat erstmal raus. Muss ja so lange wie möglich draußen sein. Komm, gegen das Habitat. Nice, gegen das Habitat geht's los hier. Biss. Nochmal Biss. So ein Habitat wäre gar nicht so schlecht, weil ein Ibitak ziemlich cool ist, aber haben ja schon ein Flug-Pokémon mit Zubat. Okay, das kann, gegen Anton kann das nicht anstinken. Da ist Grants ja noch, hä? Ist er dem Server wieder beigetreten? Bin ich blöd? Ah, lol, ist er weggegangen und ist wieder da. Pikachu? So, da drüben ist ein Tauboga. Den Aprikoko nehmen wir noch mit. Okay, machen wir Krise mal fertig. Sie hat einen Retter, ne, krass. Oh, das überlebt sogar noch Level 3, ey. Oh, tja, das war's dann mit ihr. Okay, vielleicht sollten wir uns mal ein Boot schnappen und irgendwie gucken, dass wir hier dann wegkommen von der Insel. Und uns ein bisschen Dings holen. Eisen irgendwo. Wo finde ich Eisen, ist die Frage. Gute Frage, nächste Frage, Leute. Da ist ein Knuffenser. Wir könnten Zubat natürlich nochmal richtig trainieren. Also nochmal ein bisschen mehr. Okay. Ich glaube, da unten in der Höhle findet man Eisen. Deswegen jetzt das Boot erstmal. Okay, dann verschwindet das Boot halt. Gut, und wir versuchen jetzt hier runter zu springen und nicht zu sterben. Okay, komm. Sehr gut. Das ist witzig, dass das alles so hält. Oh, wir haben sogar noch Serusenblätter bekommen. Das ist schon nice. So, wir haben auch leider keine Fackeln, weil wir haben, wie gesagt, ja keine Kohle, kein Eisen. Ich bin gespannt, hier hat sich einer reingegraben scheinbar. Man kann sich eigentlich überall reingraben. Wenn wir jetzt Eisen finden würden direkt, wird das Ganze natürlich noch um einiges vereinfachen. Aber so viel Glück haben wir wahrscheinlich nicht. Wir haben auf jeden Fall ein Ei. Vielleicht kommt ein Huhn raus? Nein. Was ist das denn für ein Pokémon? Ach, so ein Janmar-Kram.
Okay, gut. Dann müssen wir jetzt doch vielleicht so machen. Damit wir Fackeln bekommen. Holzkohle, Leute. Ist ja so in der Minecraft-Welt so, dass die schlechteste Kohle. Oh, schade. Hat nicht gereicht für zwei. Aber wird schon schief gehen irgendwie. Weil dadurch, dass dann hier keine Fackeln sind, heißt das ja, dass hier noch niemand war. Oder? Sehe ich das falsch? Kommt wahrscheinlich gleich die World Border, deswegen war hier niemand. Oder hat hier einfach nur jemand seine Fackeln wieder abgebaut? Schwimmen wir mal hier hoch. So. Nee, das sieht nicht danach aus, dass es hier direkt Eisen gibt. Oder Dings. Kohle. Das ist eigentlich doof, weil gerade Kohle findet man immer viel. Aber scheinbar nicht hier. Leute, ich habe ja ein bisschen Kritik einstecken müssen für meine Zubat-Wahl. Und da würde ich ganz gerne wissen, warum eigentlich. Also warum wart ihr so, oder seid ihr so gegen Zubat? Wo fliegt das Kabad oder hin? Jetzt liegt das da unten. Vielleicht treffen wir es. Nice. Okay, es tackelt. Flügelschlag vielleicht. Flügelschlag macht noch mehr Damage. Na, da Zubat dann nochmal. Zubat können wir ja nochmal rauslassen. Das ist kein Eisen hier. Das ist dieses andere Zeug. Zubat soll ich hier draußen lassen wegen der Freundschaft. Ich kann so nichts sehen. Das ist wieder ein richtig großes Problem gerade. Okay, wir müssen nochmal mehr Holzkohle machen. Ja, bringt halt nichts, ne? Kriegen wir halt wieder vier Fackeln. Die sind aber auch nichts wert, so. Da oben ist ein Boot. Na gut, wir müssen es versuchen. Aber die Orbius-Dinger sind wahrscheinlich alle schon abgeerntet. Deswegen jetzt auf eine Dings stoßen, auf eine Ader und dann bin ich auf jeden Fall glücklich. Aber ich sehe da eher schwarz für uns. Dass das klappt, denke ich wohl eher nicht. Leider Gottes eigentlich. Muss man ganz ehrlich sagen. Okay, so. Bis hierhin und nicht weiter. Hier nochmal rein. Und kurz gucken. Ne, leider nichts geworden. Zubat. Da schwimmt ein Goldbad runter. Ja. Und dann findet man 2 Meter weiter Kohle. Leute, endlich haben wir es geschafft. Jetzt haben wir aber kein Holz mehr, aber das sollte ja auch kein Problem werden. Holz findet man ja wenigstens. Gut, dass wir kein Wüstenbiom haben. So, hier jetzt nochmal eine Fackel aufstellen. Du warst keine Fackel, du bist eine Fackel. Dann auch gleich die Workbench noch hier hin. Können wir uns gleich noch eine neue Hacke machen. So. Und außerdem noch ein paar Fackeln. Und dann in den Ofen tun wir dann gleich das Hähnchen rein. Können wir eigentlich auch nochmal gleich noch einen zweiten Ofen craften. Nein, das war falsch. Und den zweiten Ofen reinmachen und dann hier mal die Fische braten. Dann können hier unten nämlich gleich die Aprikokos gebraten werden. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. So, wir snacken uns jetzt erstmal nochmal die Hähnchen. Sehr gut. Dann snacken wir uns die Kohle nochmal. Jetzt noch ein bisschen Eisen wäre natürlich noch nice, aber die Kohle ist schon gar nicht so schlecht.
ist schon gar nicht so schlecht, so. Ich brauche Eisen. Ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Vielleicht hilft das ja. Gebrannter Kabeljau. So. Kannte das Problem. Chubat. Chubat, Chubat. Haben die alles schon weggeräubert, die Leute hier? Na, nice. Haben zum Glück noch eine nächste Spitzhacke. Ich finde nur dieses eklige andere Zeug. Damit kannst du auch Pokebälle craften, aber nicht. Das kannst du halt nicht ohne Eisen abbauen. Da ist eine Fackel. Das bringt so nichts. Ich geh nochmal zurück zu unserem Ofen vielleicht. Ich dachte, Zubat verfolgt mich. Wurde mir dick und breit erklärt. Das ist ja dann auch wieder eine Fehlinformation, die ich da bekommen habe. Aber gut. Mein Magen knurrt. Ich habe gerade ein bisschen Hunger. Gibt auch gleich Abendessen, denke ich mal. Okay. Was ist denn hier? Gibt es hier Eisen? Wird das Ganze natürlich noch. Aber hier gibt es Kohle nochmal. Sehr gut. Das ist wirklich sehr gut, dass es hier nochmal Kohle gibt. Oh, hier gibt es noch mehr Kohle. Nice. Je mehr Kohle wir jetzt finden, je weniger Probleme haben wir später. Weil als Team Rocket werden wir ja... Wir können ja gar nicht mehr normale Trainer werden. Wobei es könnte nochmal irgendwie so die Regel geben, dass wir nicht die Pokémon freilassen hätten sollen. Sondern irgendwie von wegen... Wenn du als Team Rocket dann irgendwie dreimal einen Spieler besiegt hast, dass du dann wieder reinkommst. Wird halt auch noch ganz witzig sein. Vielleicht. Aber ich denke, das würde dann zu OP werden quasi. Vielleicht finde ich ja jetzt die Hass. Möchte aber eigentlich nur Eisen finden. Und wenn es nicht obvious ist, dann braucht man auch gar nicht weiter gucken. Nehmen wir uns die Fackeln halt nochmal mit. Gehen zurück zu unserem Zubat. Spawn kann ja hier eh nichts. So, 13 Minuten. Wir haben nicht so viel geschafft. Zubat ist nicht trainiert. Wir haben... Naja, wobei, wir haben Kohle gefunden, ne? Und dadurch Essen gekriegt und so eine Chose. Das ist dann schon gar nicht so schlecht eigentlich. Müssen uns halt nochmal eine Spitzhacke mehr machen. Komm, wir machen uns sogar noch zwei Spitzhacken mehr. So. Komm schon, geh kaputt. Fackel noch mit. Und dann vielleicht hinten ins Steinbiom. Oh, warte mal, da ist ein Dick da. Komm zurück zu Bad. Ah, Dicklet. Nice. Soll Boden-Pokémon sein, das heißt Flügelschlag sollte mehr Schaden machen. Nice. Noch ein Flügelschlag. Noch ein Flügelschlag jetzt. Okay, dann Biss. Nice. Oh, und dazu hat sogar noch ein bisschen Dings gekriegt. Kleinstein ist auch ein Boden-Pokémon, glaube ich. Okay, aber dann doch ein bisschen anders. Sogar ein bisschen sehr anders. Okay, es beißt auf Stein halt. Okay, Zubat ist besiegt worden. Nice. Hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Da ist ein Carbador. Gut, ich denke mal nicht, dass wir es noch zurückschaffen, diese Folge. Aber vielleicht finden wir da nochmal ein Boot. Vielleicht können wir uns nochmal in die Richtung absetzen. So. Da drüben ist unser Boot. Vielleicht schaffen wir es. Okay, in die Richtung kommen wir auf jeden Fall nochmal. So. Gleich muss ich aufhören.
Aber Zubat ist kampfunfähig. Aber wir haben schon viel gefunden. Also mit hier Kohle und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall schon gar nicht so schlecht. So, wir müssen aber jetzt langsam zum Ende kommen. Da vorne ist Grants. Der steht da so rum. Kämpft mit seinem Slimer. So, ich würde sagen, wir loggen uns dann hier aus. Das Boot ist kaputt gegangen, das passt schon. So. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet in der nächsten Folge Pixelmon Battle League wieder ein. Bis dahin, Satoru Gobo, ciao.